Ja, herzlich willkommen hier bei Oro und Wedding Tarp The Great War. Und wir gehen direkt weiter. Wir sind mit Anna unterwegs und sind die Sanitäterin. Wir haben uns jetzt die Schaufel geholt vom Totengräber und werden die Schaufel, keine Ahnung, was mitmachen. Der will Wasser. Ich habe eine Idee, Er kann schaufeln, anstatt dass er da rumliegt. Für dich die Schaufel. Ja genau, jetzt kannst du schaufeln gehen. Und dann legen wir mal weiter. Direkt, er hat die Wasserflasche, das schnappen wir uns natürlich. Jetzt müssen wir noch zwei Wege machen, dann müsste es alles eigentlich wieder soweit in Ordnung sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wasserflasche da unten noch hin und schon geht es weiter und wieder rund hier am Karton. Schauen wir mal, was da gesagt. Jetzt kann man nämlich hier den Wasserhahn anmachen oder die Wasserleine. Wie auch immer. Ziehen wir und wir haben Wasser. Wer auf die Idee kommt, den Wasserhahn außen zu machen, den sollte man standrechtlich erschießen. Da muss er nämlich immer wieder rausrennen. Für die Verletzten. Okay. Dann haben wir ja schon mal Wasser. Und das wollte ja unser Freund dort draußen. Ja, genau, du wolltest das Wasser. Da habe ich ja irgendwo gerade was gesehen. Hier ist eine Leiter, ja. Ein deutscher Soldat unter den vielen hunderttausend deutschen Leichen. Wir helfen natürlich auch. Wir sind ja Sanitäter. Wir haben uns ja einen ärztlichen Eid unterworfen. Und dem dürfen wir auch helfen. Das tun wir natürlich. Jetzt kommt noch Y dazu. Das wird jetzt richtig viel. Sehr viel. Also das wird aufgabentechnisch echt schlimm. Jetzt aussieht, dürfen wir ihm jetzt die Kugel raus operieren. Mitten im Haufen von Leichen, was bakterientechnisch oder infektionstechnisch natürlich eine sehr, sehr gute Idee ist. Dann schauen wir mal. Wenn ich bei sowas immer ein bisschen stiller werde, dann liegt das daran, dass ich mich konzentrieren muss, weil es... Ey, das ist echt nervig. Es ist ein schönes Spiel, aber es ist echt nervig, dieses Minispiel. Das ist nicht mein Ding. Damit haben wir dem Deutschen auch geholfen. Die französischen Offiziere unterhielten sich über Belgien. Die deutsche Armee schickte sich an, eine neuartige Waffe zu testen. In der Nähe von Ypern, Annas Heimatstadt. Dann würde ich mal sagen, auf nach Ypern. Anna machte sich auf, ihren Vater vor der drohenden Gefahr zu warnen. Als sie den Stadtrand erreichte, wurde sie vom Heulen der Sirenen empfangen. Ypern. Und haben wir es erreicht. Der Baron ist auch da. Und die englische Armee. Das tödliche Gas war ihr zuvorgekommen. Und dann auf ins Gas. Dann schauen wir mal. Ypern, Belgien, 22. April 1915. Überall fliehen sie, überall sind sie krank. Dort hinten wird ein Sanitäter gebraucht und wir gehen natürlich dorthin. Mit Anna.
sie sucht ihre Mama und ich und Mutter mal, wir können hier rein. Da ist Gas und es kommt nicht an die, wir kommen nicht an die Mama, aber wir kommen raus, doch. Ich schaue mal ganz kurz dahinter. Und da liegt nämlich noch was. Ist es mir noch klar gewesen? Wenn ich jetzt richtig sehe, haben wir schon wieder was übersehen. Aber bin ich sowieso ein sehr großer Spezialist im Übersehen. Und da haben wir die Mutter. Der helfen wir natürlich. Gleich flugs und geschwind wie der Wind. Oh, wir müssen sogar wiederbeleben. Und das Kind schreit draußen. Sie lebt noch oder wieder. Ein bisschen was zu trinken kriegt sie. Da haben wir es auch schon. Ja, sie lebt wieder. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ah, dann war es willkommen. Und wir haben sie gerettet. Die Mama. Die Mama ist gerettet. Überall noch Gas. Nur die Reste des Gases. Der Tod ist in der Stadt. Ich komme nicht rein, mir fehlt der Schlüssel. Achtung, tödliches Gas. Und da ist ein Soldat mit einem Schlüssel. Und da ein Haufen giftige Bomben. So drüber, ohne dass das Ding einstürzt. Ein Zahnrad. Jetzt sollen wir ein Zahnrad mal schauen. Da drüben liegt noch jemand und unten sind welche eingeschlossen. Ich gehe gleich erstmal nach oben, um zu schauen, was dort oben vor sich geht. Und ich sehe ja gleich wieder was ganz Schlechtes, nämlich ein Zahnradspiel. Bei sowas bin ich immer so extrem prädestiniert für. Aber hey, dann denken wir mal ein bisschen logisch. Ja, mal gucken, wo da hinkommst. Ja, gut, das sieht mir nicht unbedingt richtig aus. Du da weg. Ich vermute nämlich... Du und hoppala. Darüber. Ja, es könnte so halbwegs passen. Noch ein Zahnrad brauchen wir. Das gibt es vermutlicherweise unten. Dann schauen wir mal. Wieder so zerbrechliches. Ja gut, da würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt drüber gehen, aber ja, okay. Gut, da kann ich nichts verschlagen. Mir fehlt trotzdem noch ein Zahnrad. Das ist jetzt die große Preissage. Wo liegt es? Habe ich oben was übersehen? Mal ganz nach oben klettern. Schauen wir mal. Und da gehen wir auch weiter hoch. Ah! Okay! Hey! Mensch, bin ich KLOK. Oder GLUG.
Ja, komm, nimm das Zahnrad, man hilft schon. Und steck es rein. Dran. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, es funktioniert. Und, das sieht echt nicht gut aus. Definierungsfrage zum Thema gut, aber okay. Wir haben gerade mal so eben die Kirche geschrottet und gleich mit die Glocke geschrottet. Oh hey, wir sind in sowas richtig gut. Und die sind frei, sie können raus. Haben wir schon mal 3 gerettet, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Jetzt sind wir bei Nummer 4, die wir gerettet haben. Mit der Mutter. Und dann schauen wir mal weiter, was hier so noch ist. Gas, haufenweise Gas. Und wir machen was. Die Fenster gehen auf und das Gas verfliegt. Und wir können den Herren da oben. Der lebt noch, obwohl er am Gas gelegen hat. Ja, okay. Ne, ist doch schon mal was Schönes. Können wir ihm auch noch retten, helfen. Hoffen wir zumindest mal. Oh, X. Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt kommt Doppelte. AX. 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 Wer hat es gedacht? Hey, bis jetzt bin ich voll dieser Profi. Voll Profi am Werk. Wieder eingerettet und wir haben was bekommen. Und wir können weiterziehen. Da liegt noch ein Toter. Und mal schauen, was uns noch so erwartet. Bomben, yeah. Ein weiterer Angriff auf Ypern. Gas, Bomben, Artillerie. Mal gucken, was wir hier machen. Keine Ahnung was. Schauen wir mal, ist hier drüben noch irgendwas? Nein. Dann gehen wir mal ins Haus rein. Irgendwas muss ich noch machen. Wir brauchen Hebel. Da braucht jemand auch Hilfe. Dort oben. Und wir können drüber klettern. Okay. Nee, irgendwas fehlt hier noch. Ich vermute, ich muss der Dame irgendwie noch helfen. Nee, schieben kann ich es nicht. Das ist doch auf dem Bild, das ist doch der Herr, der da war. Aber der an Bord des Zeppelins war. Ah, sowas merke ich mir. Ich bin da voll prädestiniert für, mir Dinge zu merken, die absolut kein Schwein interessieren. Aber hey. Sowas merke ich mir. Gott sei Dank gibt es keine Bettpfannen mehr, oder? Leider Gottes, ist Definierungsfrage. Also, ja, man hätte damit auf jeden Fall einen Spaß, Rüß. Was sollen wir machen? Auf dem Bild stand eine 6, das habe ich noch gesehen. Ja gut, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ah,
Okay. Können das auf jeden Fall ziehen. Ich vermute, wir können es schieben. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Ja, wir können es auch schieben. Dann kommen wir jetzt ein bisschen hier vorne weiter. Es hilft zu der Dame da oben nicht wirklich, aber... Mal schauen. Und doch Schuppen. Und wieder ein Bild. Aber eine verschlossene Tür, meine Herren. Gut, jetzt bin ich leicht überfragt. Nee, nach hinten kann ich hier nicht. Gibt's hier vorne noch irgendwas zu erledigen? Ich weiß es, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, hey. Ja, jetzt wird es mal ein bisschen kniffliger, denn ich weiß nicht, was ich hier gerade zu tun habe. Okay. Bild runterhauen, aus Bild kommt Schlüssel. Mit Schlüssel kann ich hinten aufmachen. Wenn ich Schlüssel aufgemacht habe, kann ich was auch immer machen, keine Ahnung. Aber das werden wir vermutlich gleich sehen. Ich habe oben auf jeden Fall auf dem Bild hatte ich eine Zahl drauf. Was war denn das überhaupt? Boah. Hätte ich mir doch mal aufschreiben sollen. Ah ne, da liegt es doch. Die 2 und die 6. Also römische 2 und die 6. Da habe ich hier römische 1 und die 4. 2, 6, 1, 4. Das merken wir uns alle mal ganz geschwind. 2, 6, 1, 4. Schau mal, ich wette. Da. Die 3 ist die 8. So, 6. Ich muss mir doch mal aufschreiben. 2, 6, 1, 4, 3, 8. Schau mal. Okay. Ich habe jetzt alles gemacht. Die 3 ist die 8. Die 1 ist die 4.
Und die 2 ist die 6. Ja, gut, so schwer dürfte es jetzt nicht sein. Ja, aber das sehen wir bei der nächsten Folge, denn wir haben schon wieder ein bisschen länger, muss ich zugeben, aber ich wollte jetzt das Ganze jetzt so nicht unterbrechen auf der Tour. Das sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Cheerio, euer Oro, bye bye.